Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir einen leckeren, schnellen Vanille-Schokohupf. Google Hupf oder Google Hopf, wie wir Schweizer sagen. Ich mache hier einen Rührteig und zwar schlage ich mir Eiweiß und Eigelb separat auf. Da beginne ich. 3 Eiweiß habe ich mir schon getrennt. In die Küchenmaschine 40 Gramm Hello Sweetie dazu, alternativ Kristallzucker dazugeben, eine Prise Salz. Küchenmaschine auf kleiner Stufe starten, kurz einmal darunter rühren, hier mit dem Schneebesen. Sobald es ein bisschen Blasen gibt im Eiweiß, das Tempo erhöhen und auf voller Kraft 5 Minuten steif aufschlagen. In der Zwischenzeit die Kugelhupfform fetten. Dazu habe ich weiche Butter. Die habe ich am Vortag rausgenommen. Bei diesen Temperaturen reicht auch schon 1-2 Stunden. Und die ganze Form ausfetten. Eischnee ist aufgeschlagen, schön zur sogenannten Vogelnase, richtig stabil, sieht super aus. Nehme ich mir raus, lasse ich kurz stehen und jetzt ist jeder im Vorteil, der eine zweite Rührschüssel hat und sonst einfach das Eiweiß kurz rausnehmen in eine Schüssel, dass das wieder frei ist hier. Und das ist auch der Grund, wieso, dass ich zuerst den Eischnee aufschlage, dann muss ich mir die Schüssel nicht waschen. Umgekehrt, wenn ich hier Fettrückstände habe, kann ich mir sonst das Eiweiß nicht aufschlagen. In die Schüssel kommt die 3 Eigelb, die ich vom Trennen noch habe, dann 190 Gramm Butter, auch schön weich, pomadig. 100 Gramm Hello Sweetie, dann einen Teelöffel gemahlene Vanilleschoten, alternativ eine ausgekratzte Vanilleschote, etwas Zitronenabrieb, hier mache ich gleich das All-in-One-Verfahren. Ist absolut kein Problem, wenn die Butter schön weich ist. Kannst du etwas Zeit sparen. 130 Gramm Weißmehl, 50 Gramm Weizenstärke, 5 Gramm Backpulver und 50 Gramm Vollmilch. Weizenstärke hat den Vorteil, die Masse, den Teig noch feinporiger zu machen. Das Ganze wird saftiger. Falls du keine Weizenstärke verwenden willst, einfach die 50 Gramm zum Mehl rechnen und die ganze Menge Weißmehl nehmen. Hier den Teig nur kurz mischen, nicht zu lange, nicht dass der Gluten aktiviert wird. Einfach den Teig kurz ein bisschen rühren. Sage hier nicht länger als eine Minute in etwa. Einfach wenn alles gemischt ist, wenn die Butter Zimmertemperatur hat, die Eier auch etwas anklimatisiert sind, geht das wunderbar. Kurz einmal aufschlagen, fertig. Das war's auch schon. Ohne dass ich hier lange Butter, Zucker bewege und die Eier vorsichtig rein, einfach gleich alles auf einmal. Eiweiß nehme ich mir, zuerst 1/3, rühre das hier unter den Teig. Hier kann ich noch ziemlich fest rühren. Übrigens müsste ich das gar nicht hier mit dem Spachtel machen. Ich kann das in der Ankersrum auch direkt in der Maschine einfach auf kleiner Stufe laufen lassen und vorsichtig hier
kurz Eischnee dazugeben und darunter heben lassen. Wichtig ist nur auf kleiner Stufe, nicht dass das Ganze wieder zusammenfällt. Hier runterrühren. Und fertig. Dann in die Gugelhupfform füllen. Und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad backen für 40 bis 50 Minuten. So, ihr Lieben, Hupf ist gebacken, 40 bis 50 Minuten, je nachdem. Wenn du den messen möchtest mit dem Thermometer rein, wenn er zwischen 85 und 90 Grad ist, ist er durchgebacken. Drehe ich mir gleich um auf ein Kuchengitter, ausformen, Form wegziehen, wunderbar sieht er aus. Noch ein Tipp zur Gugelhupfform: nie Spülmaschine oder auswaschen, einfach ausreiben, dann klebt dir auch nie was. Denn sonst greifst du die Beschichtung an und es fängt dir alles an zu kleben. Auskühlen lassen und dann wird dieses Prachtstück mit Schokolade übergossen. Hupf ist ausgekühlt und jetzt bist du frei mit dem Fertigstellen. Ich nenne es Vanille-Schoko-Hupf und darum habe ich hier natürlich Milchgouvertüre temperiert. Temperieren geht auch immer sehr einfach im Temperiergerät, dann hast du eigentlich immer konstante Wärme. Im Winter ist es eher mühsamer, da es dann sehr schnell fest wird bei Zimmertemperatur oder bei Küchentemperatur. Im Sommer hast du weniger das Problem. Das andere Problem ist im Sommer, dass die Schokolade nicht fest wird, sondern gerne grau. Da musst du es kurz in den Kühlschrank geben. Aber du kannst es auch einfacher machen. Verwende hier eine Tortenglasur oder es gibt Überzugsmassen. Genau gleiche Konsistenz wie Gouvertüre. Aber ohne Kakao, sondern auf Pflanzenbasis, das würde auch gehen. Die musst du nicht temperieren. Ich habe jetzt die temperiert und der Hupf wird übergossen. Wirklich genügend Schokolade nehmen. Es läuft dann schön runter, richtig doppelt, dreifach übergießen, dass hier genügend Schokolade darüber läuft. Und was hier zu sagen ist, das, wo unten runterläuft, kannst du dann einfach nochmal brauchen. Wenn es fest ist, zurückgeben, nochmal temperieren, wenn es Gouvertüre ist und neu verwenden. So, dann hier leicht klopfen, damit das Überschüssige runtergeht. Vor allem bei dieser Form haftet natürlich etwas mehr in diesen Rillen. Das ist gar nicht weiter schlimm, es sollte einfach nicht zu viel sein. Das gibt dann auch noch einen schönen Kontrast. Apropos Kontrast, hier habe ich noch einen Spritzbeutel mit heller Gouvertüre vorbereitet. Wird jetzt filiert und zwar direkt. Direkt filieren, dass das noch schön ineinander läuft. Und filieren ist nichts anderes als diese Striche hier ziehen. Und das verläuft jetzt schön ineinander rein, gibt einen wunderbaren Kontrast. Noch ein bisschen schütteln, dann gibt es noch eine coole Optik, weil das Ganze auch noch mehr verläuft. Sieht so ein bisschen getwistet aus. Richtig tolle Optik. Hier einfach klopfen. Voilà. Richtig toll. Geht ziemlich easy, wenn die Schokolade natürlich ready ist. Und jetzt setzen wir den rüber. Das Papier bewusst, dass der Tisch nicht dreckig wird, fest werden lassen und dann zurückgeben. Hier unten rein, wenn alles runtergelaufen ist, auf einen Teller legen und fest werden lassen. So, der Hupf ist ready zum Anschnitt. Noch zwei, drei Ergänzungen. Erstens, es gibt viele, die den Kuchen in den Tiefkühler geben und dann direkt überziehen.
Das würde ich dir nicht empfehlen. Der Kuchen sollte Zimmertemperatur haben, denn sonst wird die Schokolade von innen nach außen fest und dann ist das Ganze sehr matt. Und wenn der Kuchen Zimmertemperatur hat, dann zieht die Schokolade von außen nach innen an und dann sieht sie wunderbar glänzend aus. Und zudem, eben wenn es sehr heiß ist, kannst du es auch in den Kühlschrank stellen, bis die Schokolade fest ist. So, jetzt schneiden wir das Teil an. Hier reinschneiden. Schön zarte Schokoladenglasur. Schneiden wir das Teil hier raus, ziehen wir es raus und guck dir das mal an. Die Vanillestückchen zu sehen, extrem saftiger Kuchen und hier wirklich nur dünn überzogen, nicht allzu dick. Wunderbar, gleich hier reinschneiden. Das macht Freude. Der Rührteig schmilzt im Mund dahin. Dann kommt auch schon der schokoladige Geschmack mit der Vanille im Abgang. Richtig leckerer Hupf. Natürlich auch in langer Form möglich, anderer Form. Zuerst mal runterschlucken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Lass mir einen Kommentar da, wie hat dir das Rezept gefallen? Rezept auf meinem Blog, unterhalb verlinkt und am Ende des Videos. Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.